Und ihre Fans dürfen dabei sein. Hautnah, wenn er, Keanu Reeves, seinen neuen Actionstreifen John Wick 2 vorstellt. Keanu Reeves zum Anfassen. Wir wünschen allen Kinofans viel Spaß mit John Wick 2. Andere wird sich verwundert die Augen reiben und sagen, Mensch, ich stehe gerade auf und da sitzt in meinem Frühstücksfernsehen der Keanu Reeves auf der Couch. Genau so ist es. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Good morning. Morning. Guten Morgen. Mit neuem Film im Gepäck, John Wick 2. Wir haben heute Morgen schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Es ist ein absolut aufgeladener Action-Knaller. Noch mehr Action als in Teil 1, definitiv. Also, ich bin diese mythische Figur, dieser Mörder. Und die Leute sagen, hey, das ist John Wick hier. Also, das ist natürlich auch schon ein bisschen humorig. Es geht auch sehr viel um Stil. Es ist ein großartiger Film. Man kann sich zurücklehnen und diesen tollen Film gucken. Das macht Spaß, Popcorn dabei essen. Absolut, noch ein Bierchen dazu oder so. Also wie gesagt, das kann ich auch nur empfehlen. Macht großen Spaß, sich das anzugucken. Wer auf Actionknaller steht, ist bei John Wick genau richtig. Hier ist der Trailer. Es geht nach Italien dieses Mal, also für John Wick. Ja? In Rom habt ihr... Rom ist so schön. Das zu machen. Du hast ja deine ersten Schritte vor der Kamera im kanadischen Fernsehen gemacht. Wir haben wirklich tief gegraben, ja? Ja, stimmt. Ich bin in Toronto aufgewachsen, in Kanada. Genau. Und zwar haben wir bei YouTube zwei Clips entdeckt. Die würde ich dir gerne mal zeigen. Im ersten lernst du reiten. So sieht das aus. Keanu Reeves. Mann, guck mal, ich mach da schon Action hier als Kind. Oh Mann, Salto rückwärts vom Pferd. Also, geborener Actionheld, wa? Da warst du wie alt? Das war für eine Fernsehshow, Going Great hieß die. Eine meiner ersten Auftritte im Fernsehen, lass mich überlegen, ich glaube, ich war da 16, 17. Und ich bin da hingegangen und was halt Kinder so machen, ne? Also Sport. Ja, ich ging da rum und interviewte andere Kinder. Folgenden Clip haben wir auch noch. Ich glaube, ihr habt die Musik dazu gemischt. Aber für mich als junger Schauspieler war das eine großartige Erfahrung, überhaupt mit den Leuten zu arbeiten und das Ganze kennenzulernen, auch zu improvisieren und genau jetzt im Augenblick zu sein. Du weißt ja nicht, mit wem du da sitzt. Und auch vom Pferd zu springen oder mit Bällen zu jonglieren. Du bist einfach immer da, du musst es einfach immer bringen. Ob ich immer noch jonglieren kann, kannst du? Ich kann mit zweien. Dann sieht das immer so... Natürlich total langweilig aus. You know, it's like baby steps. Das ist doch Kinderkram hier. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Ja, ich kann es mal versuchen. Ich gehe dann immer so nach vorne, verliere mein Gewicht und das ist total doof. Kannst du es noch? I don't know. Ich weiß nicht mehr. Kennst du das, wenn du in der Küche zum Beispiel bist und da ist die Fruchtschale zum Beispiel und dann, hey, kann ich das wirklich machen? Fragt man sich doch manchmal in der Küche, wenn du da Orangen hast und dann fällt natürlich immer eine runter und man sieht blöd aus, klar. Das ist der Unterschied bei uns beiden. Du machst das in der Küche mit Früchten, ich mache das in der Küche immer mit Messern. Ja? You do it with knives. What, mit Messern? Wow, man. Also wirklich? Das ist schon fortgeschritten. Du bist ein gefährlicher Typ hier. Wo sind die Messer? Ich will das jetzt sehen. Ingo, lass die Messer bitte weg. Die will ich nicht haben. Fakt ist, ich wollte doch mit den Messern sozusagen die verbale Überleitung schaffen, hin zurück zum Actionfilm. Also, zu John Wick. Wir haben ja heute Morgen auch schon mal drüber gesprochen, was das eben auch für heftige Dreharbeiten sind. Was mich noch interessiert, dieses Umgehen mit der Waffe, das Umgehen, wie schnell du das alles machst. Das ist so, ist das alles real gedreht? Das geht ja so unfassbar schnell. Bam, 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 bam. Hammer.
Nein, wir haben das später nicht schneller gemacht. Das war genau die Geschwindigkeit. Der Regisseur und ich versuchten, das alles echt zu machen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man ein paar Frames rausschneidet, weil man nicht so viel Zeit darauf verwenden möchte. Aber wenn es um die physische Action geht, hier das Ziehen der Waffe und so weiter, das ist in Echtzeit gedreht. Was ich da richtig mochte bei John Wick, wir haben etwas erfunden, wie man eine Waffe zieht. Normalerweise zieht man ja die Waffe so. So bist du trainiert. Okay, du greifst da rein, ziehst die Waffe. Und ich dachte, wie könnte man denn großartig eine Waffe ziehen als John Wick? Guck mal so. Anstatt so nach hinten zu gehen, könnte man so stehen und dann die Jacke nach vorne ziehen und dann an die Waffe gelangen. Das war natürlich lustig. Anstatt so umständlich nach hinten zu gehen, ist das doch viel cooler, das so zu machen. Ja, das war unser Trick. John Wick Star. Das macht, machen Sie es zu Hause mal nach und fragen Sie mal, wie es wirkt. Wahrscheinlich dann. Nee, das muss man auch trainieren. I mean, that's what's fun about John Wick. Das macht das so Spaß bei John Wick. Man kennt Keanu Reeves als tollen Schauspieler hier in Deutschland. Eben die Filme, das sind ja unzählige, mit denen du in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei uns im Kino warst. Was wenige wissen in diesem Land, dass du ein leidenschaftlicher Motorradfahrer auf der einen Seite bist, aber vor allem auch Motorräder ja baust seit einigen Jahren mit einem Partner zusammen. Ihr habt eine Firma gegründet. Ich habe tatsächlich eine Firma gegründet mit einem befreundeten Designer vor 6 Jahren. Und er hat mir zum ersten Mal ein Motorrad gebaut, genau nach meinen Vorstellungen. Und das wurde dann letzten Endes zum Prototypen für unsere Firma. So ein toller Cruiser und wirklich eine sehr schnelle Karre, sehr schön zu fahren. Und ich habe mich so verliebt in dieses Motorrad, dass wir das selber machen wollten. Man sieht, das leuchtet in deinen Augen, nicht nur, wenn du über deine Filme sprichst, sondern eben auch darüber. Insofern kann ich mich nur ganz, ganz herzlich bedanken für den Besuch hier bei uns im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Keanu Reeves, schön, dass du bei uns bist. Der Film, wie gesagt, John Wick 2, Donnerstag geht's los in den Kinos. Lohnt sich definitiv. Wer Action mag, ist da genau richtig. Wir mögen dich. Komm jederzeit gerne wieder. Keanu Reeves, danke. Thank you, man. Dankeschön. Cool. Thank you.